Mekan plus Kate, Streit wegen Schneider äußert sich. Die Gerüchte über einen Streit kurz vor ihrer Hochzeit im Mai 2018 kursieren schon seit Jahren. Jetzt greift Prinz Harrys Biografiesprache die angebliche Auseinandersetzung zwischen Herzogin Mekan, 41, und ihrer Schwägerin Catherine, 41, wieder auf. In seinen Memoiren enthüllt Harry private Textnachrichten, die belegen sollen, was damals angeblich wirklich geschehen ist. Es soll Zoff zwischen den beiden Frauen gegeben haben. Der Grund: das Kleid, das Kates Tochter Charlotte, 7, als Blumenmädchen zur Hochzeit tragen sollte, passte nicht. Die heutige Princess of Wales wollte es ändern lassen, die vielbeschäftigte Mekan nahm es persönlich. Eine der beiden Frauen, nach neueren Berichten die Herzogin von Sussex, brach in Tränen aus. Der Streit, der sich damals zwischen ereignet hat, wird von Prinz Harry als einer von vielen Punkten deklariert, die zum Bruch zwischen Catherine und Mekan führten. Jetzt äußert sich endlich der Schneider, der die Kleider für die 6 Brautjungfern abänderte und erklärt, wie er die Situation wahrnahm. Hochzeiten sind stressig und besonders eine auf diesem hohen Niveau. Das muss man respektieren. Sie waren mit einem Problem konfrontiert, wie es jeder bei einer Hochzeit aufkommen kann, mit Pannen in letzter Minute. Ich kann verstehen, dass man aufgeregt ist, wenn die Kleider nicht passen. Das ist nervenaufreibend, meint Ayai Mirpuri gegenüber der Daily Mail. Von dem Streit zwischen Mekan und Kate habe er jedoch nichts mitbekommen. Wenn etwas passiert ist, dann nicht in meiner Gegenwart, so der Schneider. Dennoch bestätigt er, dass alle 6 Blumenmädchenkleider von Givenchy nachträglich geändert werden mussten. Nicht nur Charlottes Kleid sei zu weit, zu lang und zu bauschig gewesen, auch die anderen Mädchen sollten Robben tragen, die ihnen nicht passten. 4 Tage lang arbeiteten Ayai Mirpuri und seine 3 Mitarbeiter, innen rund um die Uhr im Kensington Palast und auf Schloss Windsor, um die Kleidchen zu korrigieren. 4 von uns arbeiteten 3 Nächte hintereinander bis 4 Uhr morgens, um sie passend zu machen. Wir verließen Schloss Windsor am Abend vor der Hochzeit um 22 Uhr. Letztendlich passten die Kleider den Blumenmädchen, darunter Prinzessin Charlotte und Harrys Patenkinder Florence van Kutsem und Salje Worn. Wer auch immer den Fehler gemacht hat, hat auch die 4- oder 5-stellige Rechnung bezahlt, erklärt der Brite. Wie viel genau die Extraänderung jedoch gekostet habe, gibt er nicht preis. Quelle: Daily Mail Co.